Und damit herzlich willkommen zur Demo von Liberated. Ja, dieses Spiel ist momentan noch nicht erschienen. Es soll im zweiten Quartal 2020 erscheinen und ich kann mal ganz kurz vorlesen, was bei Steam steht. Enthülle eine Cyberpunk-Geschichte im Noir-Stil über eine Revolution in einer dystopischen nahen Zukunft. Schieße, schleiche und rätsel dich durch die Seiten des revolutionären spielbaren Comics. Ich habe selber keine Ahnung von dem Spiel und es sah sehr interessant aus und ich habe mir gedacht, komm, das guckst du dir auf jeden Fall mal an. Diese Demo repräsentiert noch das noch in Arbeit befindliche Spiel. Wir empfehlen einen Controller. Die Demo soll die Spielmechaniken zeigen und nur wenige Spoiler zur Spielhandlung enthalten. Wir freuen uns, dass du sie ausprobierst. Viel Spaß. Ja, wenn dieses Video rauskommt, wird man die Demo höchstwahrscheinlich nicht mehr spielen können, aber wie gesagt, im zweiten Quartal 2020 wird auf jeden Fall das Spiel erscheinen. Bin mal gespannt. Ich würde mal sagen, wir starten die Demo. Ich habe selber keine Ahnung davon. Mal gucken. Bewege den Regler, bis das Symbol in der Mitte gerade noch sichtbar ist. Mach mal lieber so. Okay. März 12, 2024. Mark Bishop. Da haben wir noch die gute Susan. Da haben wir noch den guten Barry. Amy Stewart ist auch noch dabei. William Butler natürlich nicht zu vergessen. Oh, Scan failed. Alert. Barry Edwards. Alles klar, wir haben sie abgehängt. Gar nicht schlecht für einen Anfänger. Aber vom B-16-Banditen hätte ich mehr erwartet. Ich kenne nur B-43. Du meinst den Hack der Teleskopanlage? Da wollte ich doch nur ein paar Deppen trollen. Trotzdem war es nicht einfach, was? Das waren keine gewöhnlichen Sicherheitssysteme. Nur du hast es verkackt, deine Spuren zu verwischen. Jetzt werden dir die Bullen so tief in den Arsch kriechen, dass du quietscht. Zu deinem Glück, Anfänger, sind meine Mitstreiter und ich bereite dich unter unsere Fittiche zu nehmen. Moment, sag mir nicht, dass du zu denen gehörst. Wie heißen die noch gleich? Die Free... Dumas? Die Free Dumas oder so ein Scheiß. Die Liberated und du kannst uns dankbar sein. Falls du es nicht bemerkt hast, hängt an jeder Ecke eine Kamera und in jedem Terminal ist ein Tracker. So ein Schwachsinn. Böse Konzerne, Versklavung durch Technologie. Was kommt als nächstes? Chemtrails? Lach ruhig, wenn du meinst, Mann. Aber als die Polizei in deine Wohnung war, habe ich dich nicht lachen sehen, hä? Was war es diesmal? Nicht ausreichend in der Kamera gelächelt? Nicht genug auf Kreditkarte gekauft?
Nicht genug auf Kreditkarte gekauft? Keine Lust, die ganze Zeit beobachtet zu werden? Du musst eine Entscheidung treffen, Mann. In was für eine Welt willst du leben? Eine, wo das System entscheidet, wer frei sein darf? Oder eine, wo die Freien über das System entscheiden? Scheiße, sie haben Sucher geschickt. Diese beschissenen Polizeidrohnen. Jetzt nur nicht in die Hose machen. Wir regeln das, okay? Im Handschuhfach liegt eine Knarre. Gib mir Deckung. Ziel, zerstöre die Drohnen. Verwende R, um die Waffe... Um deine Waffe zu ziehen und zu zielen, verwende RT zum Schießen und RB zum Nachladen. Moment, der lässt die Waffe aber nicht draußen. Wo sind die Drohnen? Ach so, ich muss in die Richtung... Ah, jetzt versteh's. Das ist aber cool. Peng. Okay, ich und mein Controller schießen, da wird er lustig. Oh, da kommen die Nächsten. Nee. Kann ich dann nicht mit Maus und Tastatur spielen? An Orten, die mit Y markiert sind, kannst du dich vor Gegner verstecken. Schaden wird schneller geheilt, wenn du dich versteckst. Achso. Da hätte man noch einen Punkt setzen müssen oder so. Okay, wir sind momentan versteckt. Wir werden von der Überwachungsdrohne von der Polizei nicht gefunden. Komm, hau ab. Okay. Nur wir müssen trotzdem die Drohne hier auf Seite schaffen. Drumherum kommen wir nicht. Alles klar. Gute Arbeit, Anfänger. Ich habe den beiden dieselbe Stimme gegeben. Ist egal. Test, Test. Hörst du mich? Ich glaube, unser Funk wird gestört. Was? Ich war am Lesen. What? Ich war am Lesen. Test, Test. Hörst du mich? Ich glaube, unser Funk wird gestört. Wow. Okay, hier hinter kann ich mich erstmal verstecken zum Heilen. Kann ich hier wieder zurück? Okay, die Schüsse brauchen wir ein bisschen länger. Oh, oh. Okay, von links kommt noch einer. Oh, von rechts ist die Taschenlampe gerade runtergekullert. Hoffen wir, dass ich unendlich Muni habe. Tschüss. Sollen wir mal ganz kurz verstecken zum Heilen, aber ich gehe mal davon aus, wir werden noch voll sein. Wow. Nein. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. So, jetzt aber wieder. Ich laufe erstmal mit gezückter Waffe hier rum. Wie? Guten Tag. Fantastisch. Jetzt zum wichtigsten Teil. Du musst mir Fernzugriff auf das Netzwerk geben. Guck auf dein Telefon. Darauf sollte eine Kryptoanalyse-App installiert sein. Du kannst mir später danken.
Ziel. Knacke den Zugangscode. Jede Zahl kann nur einmal auftauchen. Hä? 0, 1, 2, 3. Ja, 0, 1, 2, 3 ist komplett falsch. 4, 5, 6, 7. Moment. Die 5 ist richtig, die 4 ist an der falschen Position. Dann machen wir 8, 5, 4, 9. Ja, dann ist es 9, 5, 4, 8. 9, 5, 4, 8. Und du. Und wir sind drin. Ich übernehme von hier. Mach das, dass du da rauskommst. Mach, dass du da rauskommst. Okay. Wir zücken auf jeden Fall schon mal die Waffe. Nope. So, den Aufzug haben wir gefunden. Und wir können weiterreisen. So. Nach dem guten Schlaf wollen wir uns erstmal ein bisschen waschen. In diesen Zeiten auf jeden Fall Hände waschen nicht vergessen. Ah, so, eine gute Tasse Kaffee. Und erstmal gucken, was so im Fernsehen läuft. Infolge des Telefonangriffs in Chinatown gestern Abend hat die Polizei außerdem neue Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. Bei dem Attentat kam Lieutenant Brandon Cheng, der Engel von St. Martha, ums Leben. Ja, Breaking News und so. Der mehrfach ausgezeichnete Polizist Cheng hörte zu den Ersthelfern bei St. Martha's. Dort leistete er wertvolle erste Hilfe und weitere Unterstützung. Die privates Handy. Sind wir ein privater Anruf aufs Handy? Sind wir ein Unbekannter? Wo? Verstanden. Ich bin unterwegs. Okay, hier kann ich mich nochmal verstecken. Halte LB gedrückt, um zu schleichen. Du machst weniger Lärm, wenn du dich langsam bewegst. LB, ich halte LB gedrückt. Okay, wir schleichen dann lieber. Oh! Nein! Nein, warum schießt er nicht? Nein. Nee, warte, dreh dich um. Nein. Warum kommt der von hinten auf einmal einer?
Kommt doch einer, oder nicht? Hallo. Da von da oben runter? Oder vielleicht ist da vorne gar nicht getriggert. Nein! Nein, ich bin zu dumm zum Zielen mit Maus. Mit Maus bin ich auch zu doof. Aber mit Controller? Nein, nein, nein. Was ist denn gerade los mit mir? Oh Gott. Da geht's doch auch. Komm schon. Da oben ist noch einer. Okay. Headshot. Können wir ganz kurz hier verstecken? Nee, oder? Wo? Der versteckt sich gerade auch da. Ich glaube, der hat mich schon gehört. Schön liegen bleiben. Ich mag es nicht, wenn man mich auf einmal überrascht von hinten oder so. Moment, kommt denn irgendwas? Wieso kann ich hier mit dem Aufzug nach oben fahren? Komme ich da hoch? Mist, die Leiter fehlt. Ich habe irgendwie das Gefühl, da komme ich nicht so rüber. Na gut, gehen wir nach unten. Tschüss. Boah, ist die Kiste schwer. Gut. Warte, hier wird wieder was bestellt bei Amazon. Mensch, ich muss für den Nachbarn immer alles annehmen. Warum habe ich das Ding jetzt hin und her geschoben? Warum habe ich die Kiste jetzt hin und her geschoben? Oder soll ich die auf dem Aufzug schieben? Wäre, glaube ich, auch eine Möglichkeit. Dann nehmen wir den einfach mit für auf dem Aufzug. Du, 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 du. Ich glaube, wir müssen die Kiste nach links schieben, damit wir dann wenigstens hochkommen. So. Mhm, super. Was ist denn? Ah! Ich und Controller, ey. Jetzt, hä? Spring da dran. Moment. Ah, jetzt. Ah, jetzt ja. Oh, das ist ja nett. Eine Tür schon offen. Ob ich mit der Kiste darüber komme? Verwende L, um abzutauchen. Inwiefern? Ich drück's. Aber da macht nichts. Ich drück's. Ich mach nach unten. Hä? Kapier ich nicht.
Was? Hallo? Szene neu starten. Hier gibt es aber auch kein Menü oder so. Tauchen. Tauchen. Okay, ich bin im Wasser. Er möchte aber nur nicht tauchen. Ich drücke die Taste. Ich mache sie nach unten. Ich drücke gerade alle Tasten. Okay. Digital kurz geht auch nicht. Okay. Jetzt habe ich es gerade mit der Maus und Tastatur gemacht, dann ging's. Moment. Hä, ich kann mich aber nicht bewegen. Okay, ich spiel's mit Maus und Tastatur. Moment. Ich muss mich eben ganz kurz. So. Also, mit Maus und Tastatur geht's. Da kann ich wenigstens vernünftig mitballern jetzt. Mit Maus und Tastatur. Herr Stank geschrieben, man soll unbedingt mit dem Big Controller spielen. Da geht ja auch so. Okay, ich komme da wohl drüben erstmal so nicht rüber. Bedeutet, ich muss die Kiste auch hier hinschieben. Was denn jetzt? Oh, Moment. Nein. Ich habe gerade die Shift-Taste ein paar Mal gedrückt. Jetzt kam die Einrastfunktion. Ich habe es normalerweise nicht mal irgendwann deaktiviert gehabt, aber irgendwie war sie jetzt wieder an. So, Kollege, kommst du mit? Ja, geh mal ein bisschen auf Seite, ne? Alter Mann, muss hier die Kiste auf Seite schieben. Du machst ja hier nichts. Du liegst ja nur voll in der Ecke rum. Ja, ja, so ist die Jugend von heute. Ja, die Alten müssen hier wieder arbeiten, ne? Hm. Ja, ja. So. Du. Schwere Kiste muss geschoben werden. Uiuiui. Ich bin froh, dass ich doch mit dem Controller spielen, mit Maus und Tastatur spielen kann. Es ändert nichts, ich kann trotzdem damit nicht spielen. Ach so. Hä? Mann, wo geht's denn da hin? Oh, mein Mikrofon ist gerade abgehauen. Entschuldigung. So, und die zweite Tür ist offen. Hui! Nein. Und es geht mit dem Aufzug wieder nach unten. Du. Mit dem Oh! Was? Kuh? Ach, Kuh ist verstecken. Ah. Oh! Danke! Schön, Sie zu sehen, Cap. Auf der anderen Seite dieser Tür befinden sich mehrere Feindpersonen. Wir haben eine Sprengdrohne durch die Schächte geschickt. Hier, für die Nummer ist etwas mehr Feuerkraft nötig. Ja. Nehmen Sie mal. Steuer die Drohne und platziere Sprengladung mit E5 Ladungen übrig. Was sehe ich denn gerade hier? Wo soll ich denn hier Sprengladung platzieren? Okay, ich sehe ein paar Gegner. Aber wo setze ich die Sprengladung jetzt hin? Bei den Gegnern? Kommen noch mehr Gegner? Was hat der denn da hinter sich? Die erste Ladung ist
Die erste Ladung ist in Position, also mein Gott. Mach die oben erstmal weg. Die können von oben runterballern, deswegen. So. Möchte ich dir noch sagen. Und du. So, wer will denn noch mal ein bisschen haben? Ruhe. Nein! Warte, ich bin am Nachladen. What? Steuer die Drohne, platziere auf 5 Ladungen. 5 Ladungen sind noch übrig? Ah. Ah. Da, da, da. Ups. So, ich weiß noch nicht, wie man nachlädt. Und wie man manuell nachladen kann. Verstecken hier für HP. Achso, man kann eher einfach so nachladen. Perfekt. Shit. Okay, ich regeneriere so HP. Okay. Nein. Ja, da hätte ich einen Controller bestimmt so hinbekommen. Okay, ganz kurz warten. Moment, wie komme ich jetzt hoch? Nein! Ich wollte nur gucken, ob wie weit der überhaupt springen kann. Ah, ist das doof. Nein, 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 nein! Warum? Alter, wie lange brauchst du das nachladen? Boah. Okay, ganz kurz warten, bis ich wieder genug HP regeneriert habe. Was geht mit ihm denn? Ah.
Okay, ich muss mal ganz kurz HP haben. Jetzt kurz warten. Hallo? Ist hier... Hallo? Skype-Konferenz? Ratten, die im Dunkeln umher suchen und ihre Seuche verbreiten. Der Tod wird euch finden. Im Dunkeln umherhuschen. Nein, wird neblig. Gas! Es ist Gas, verdammt! Alle Mann raus! Sofort! Es gibt kein Entkommen. Der Planet wird von eurer Sippe gesäubert werden. Eure Seuche endet hier. Und das war die Demo zu Liberated. Vielen Dank fürs Spielen. Jetzt zur Steam-Wunschliste hinzufügen. Veröffentlichung im zweiten Quartal 2020. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war cool gewesen. Ja, ich bin mal gespannt, wann es letztendlich rauskommt, beziehungsweise wie teuer es wird und ja, wie viele Kapitel da noch kommen und wie es überhaupt weitergeht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich werde auf jeden Fall mir noch heute ein paar Demos angucken, jetzt in letzter Zeit, wo jetzt noch ein paar Demos laufen. Falls es euch gefallen haben sollte, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, ob ihr euch vielleicht das Spiel irgendwie auch mal anschauen würdet, ob euch es irgendwie gefallen hat. Oder ob ihr sagt, nee, das ist gar nichts für euch. Gerne auch noch abonnieren, falls es noch nicht getan hat. Und die Glocke beläuten. Die Glocke läuten, wollte ich sagen. Beziehungsweise die Glocke drücken. So, jetzt euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Video auf diesem Kanal. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.